Sometimes you have to get the Einen schönen guten Tag zusammen. Ja, mit diesem Einstieg begrüße euch mal wieder Daniel the Dirty mit einem weiteren Tutorial oder besser gesagt ein sozusagen Komplettumfang. Es geht um das alte Amiga-Spiel Ember Moon. Ich hatte da ein großes Problem, weil ich habe mir die Diskettenversion runtergeladen im Netz. Kann man ja machen. Man kann ja zum Beispiel einfach hier Browser öffnen und tja, wer weiß, von wem das Spiel kommt. Zum Beispiel Ember Moon Amiga eingeben oder Ember Moon irgendwas, Google etc. Blablabla. Und kommen hier 1000 Sachen. Könnt ihr auf der Wikipedia zum Beispiel gehen und gucken, wer das Spiel konstruiert hat. Welcher Hersteller das war. Da steht dann hier zum Beispiel dran Talion Software. Dann könnt ihr da zum Beispiel auch mal draufklicken. Dann kommt halt die Wikipedia von Talion. Und da ihr dann wisst, da gibt's sogar ein Webshop. Da kann man nämlich auch draufklicken. Da gibt's Games. Dann klicken wir hier auf Games. Und dann klicken wir auf Ember Moon. Und dann kommen hier halt so ein paar Screenshots. Ja, das war das gute alte Ember Moon. Ja, es gibt die englische Version. Und es gibt eine deutsche Version von dem Spiel. Die englische Version ist die gepatchte Version 1.07. Die könnt ihr euch hier runterladen. Unter dem englischen Zeichen hier. Unter der englischen Landesflagge. Oder wer es auf Deutsch will, kann die 1.0 Version runterladen. Oder die 1.05 runterladen. Einfach da draufklicken. Das sind die ZIP-Dateien. Ihr seht ja hier Amiga. Wie gesagt, das Problem dabei ist, es sind die Amiga-Disketten. Es sind die Disketten. Und wer keinen Bock hat auf Diskettenwechsel oder jetzt zum Beispiel ich halt Emulatoren wie zum Beispiel WinUAE benutzt oder gerne auch dieses AmiKit hier. Deswegen starte ich jetzt hier einfach mal AmiKit. Ist ja egal, es ist halt irgendeine Workbench, irgendeine grafische Benutzeroberfläche. Ist ja egal, ob das jetzt AmiKit oder ist oder die Originale sogar, wenn ihr die auch noch habt. Gibt ja Leute, die sowas haben. Es gibt ja pure Freaks hier, habe ich schon im Internet gesehen, ey. Gibt's totale Freaks, ey. Die sind so krank und haben noch ihren alten Amiga rumstracken, ey. Ja, dann tut er, wie gesagt, laden, das kennt ihr ja mittlerweile auch schon. Er legt hier diese Scheiße hier, dann kommt halt der Scheiß hier und dann habe ich mir, dann bin ich jetzt erstmal baff gewesen, hab gedacht, Scheiße, wie kriege ich jetzt hier meine Laufwerke zum Laufen, denn ich habe festgestellt, hier unter System, Devices. Ich habe hier eine RAM-Disk. Toll. Ich habe hier 4 CD-Laufwerke, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Und hier meine Festplatte. Denke ich mir. Komisch. Irgendwie bin ich dann auch mal irgendwie drauf gekommen, mal, dass, ich glaube, mein Laufwerk AK irgendwie heißt. Also, die heißt nicht DH0. So wie es eigentlich sein sollte beim Amiga, sondern die heißt AK0. Die Platte. Ding dong, jetzt ist tot, ding dong. AK ist einfach die Abkürzung für AmiKit. Und dann habe ich mir gedacht, ja scheiße, was machst du jetzt? Wie kriege ich jetzt hier scheiße für Disketten? Oder für die Scheiße zum Laufen? Oder beziehungsweise, wie installiere ich jetzt die Scheiße? Dass ich es von Festplatte spielen kann. Und dann habe ich halt, wie gesagt, hier meine Festplatte Eagle. Da habe ich es nämlich auch schon drauf. Test, ihr seht ja, hier sind die ganzen Disketten, seht ihr, von Ember A bis Ember I. Dann habe ich mir hier noch ein Handbuch runtergeladen. Das sind halt sozusagen, ja, da oben habe ich Ember Moon, das ist die englische Version. Die habe ich mir runtergeladen, nachdem ich die habe ich es auch mal probiert. Mit englischen Version, mit einer Ein-Klick-Installation. Sozusagen. Das hat dann auch hat auch geklappt. Die hat dann auch wunderbar funktioniert. Gut, aber wie gesagt, also das war halt mein Hauptproblem, hier diese RDF-Dateien zu mounten. Ja, ihr seht ja hier, wenn ich jetzt hier Doppelklicke mache, dann sagt er ja Unpacking RDF-Image. Jetzt will der unbedingt eine Diskette haben. Ich kann jetzt hier, Rad heißt Remote Able Access Device. Das heißt, es ist einfach ein Wechseldatenträger sozusagen, also irgendwie eine Art USB-Stick sozusagen, heutzutage einen USB-Stick oder so. Damals halt gab es das halt auch schon, das hat man halt dann einfach RAT genannt. DF0, das war ein normales Diskettenlaufwerk vom Amiga und DF1.
Und dann ich so, scheiße, ich kann ja hier nichts mounten, wenn ich jetzt zum Beispiel DF0 drücke, dann will er hier irgendwas schreiben. Sag er, ignore all, macht er nichts. Bringt nichts. Cancel, bricht das ab. Der File ist ein incorrect, bla bla bla. Ja gut, habe ich es halt mal probiert, hier erstmal so auf Dito, hier erstmal RAD schön geklickt, unable to find RAD device, would you like to mount it? Das heißt, will ich es sozusagen initialisieren? Dann ja gut, dann mount ich die Scheiße, dann kommt das hier, toll. Dann kommt hier schon mal wenigstens die Installation, so weit war ich ja schon mal, dass ich wenigstens die Installation schon mal starten konnte. Dann drückt ihr zwar hier drauf, dann fängt ihr hier schön mal an zu rattern, rattern, rattern und dann sagt er, ja, jetzt brauche ich aber die zweite Diskette. Super. Und ich dann, scheiße. Tja, bei 10 Disketten könnt ihr euch ja vorstellen, dass das leider nicht funktionieren wird. Ja, normalerweise müsste das nämlich dann auch so aussehen. Das hat hier das Ischken erscheint sozusagen von der Diskette. Ja, dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Hier Shutdown runterfahren bringt nichts, da Präferenz ist alles probiert. Hier irgendwie die blöden Laufwerke da irgendwie oder ein virtuelles Lauf. Da habe ich mir gedacht, ja, bin schon bei der Belegung gewesen, ein komplett neues Betriebssystem, also praktisch ein Amiga Workbench aufzusetzen, sozusagen die grafische Benutzeroberfläche. Oder halt wenigstens nur ein Betriebssystem drauf machen auf einem virtuellen Datenträger oder virtuellen Festplatte. Geht auch, ist aber allerdings halt sehr kompliziert, weil er dafür halt noch andere Sachen braucht. Ihr braucht hier die ganze Scheiße hier, die hier nämlich hier schon drauf ist. Ihr braucht Netze auf AWeb, iBrowse und halt so ein paar Sachen. Zusätzlich, es war so kompliziert, ich bin gestern schier verzweifelt. Ich habe echt den halben Tag gestern, nachdem ich von Arbeit heimgekommen bin, das waren ungelogen 4-5 Stunden, habe ich über 6 Stunden bin ich dran gegangen und habe versucht, die Scheiße hier zum Laufen zu bringen. Aber ich hab's geschafft. Der Trick ist, ihr drückt jetzt. Jetzt, genau jetzt. Jetzt, Leute. Jetzt F12. Und dann kommt nämlich hier WinUAE Properties. Ganz einfach. Auf so eine dumme Idee muss man erstmal kommen. Und dann habt ihr ja, das ist euer Emulator, versteht ihr? Da könnt ihr hier alles einstellen. Hier Chipset, bla bla bla. Hier wie schnell, bla. Chipset, dann, was für ein Chip halt. AGR solltet ihr einstellen bei Embermoon. Da wird halt zusätzlich noch ein bisschen was freigeschaltet bei der Grafik. Advanced Chipset, ja, unwichtig, kompatible Settings, das passt alles. Das könnt ihr alles so lassen, wie es eingeschaltet. Das Wichtigste ist jetzt hier Floppy Drives. Da, DF0. DF1. Ihr habt hier zwei Laufwerke zur Verfügung. Also, was machen wir wohl? Ganz genau, wir schmeißen hier unsere Laufwerke rein. Das macht ihr. So, dann macht ihr hier A und ihr macht hier B zum Beispiel. Und dann drückt ihr einfach OK. Und dann geht die Scheiße auch schon los. Jetzt seht ihr, dann kommt das Laufwerk. Rad die Dosse. I am no beast of burden. Jetzt hat er das zwar als Datenträger hier gemountet, aber ist ja egal. Es ist halt, und jetzt könnt ihr es halt starten. Jetzt könnt ihr die Installation starten, weil jetzt läuft sie durch. Ihr müsst dann halt immer die Disketten wechseln. Das habe ich dann gestern gemacht. Und jetzt zeige ich euch das Game ein bisschen. Ja. Ja. Jetzt kann ich die Scheiße natürlich nicht wegklicken, weil ich nicht weiß, wie das funktioniert. Deswegen resette ich das einfach jetzt mal ganz kurz hier, mal Shutdown, Reboot, machen wir einfach ein Reboot, ich drücke hier einfach nochmal auf AmiKit, egal, run AmiKit, also das ist der einfache Trick, wenn ihr in AmiKit drun seid, in der Benutzeroberfläche oder in eurer Workbench, ihr drückt einfach F12, um den Emulator zu starten, gut, das geht jetzt nicht bei Dings, bei einer Original-Workbench oder so. Da müsstet ihr dann einfach praktisch sozusagen eure 4 Laufwerke, bis zu maximal 4 Laufwerken könnt ihr haben in dem Amiga, einfach mounten sozusagen oder halt einfach installieren. Die findet ihr ja normalerweise. Ihr findet immer DH0, DH0 bis DH4, je nachdem. Also mindestens 2 habt ihr normalerweise immer. Das ist einmal das DF0 und DF1, die habt ihr normalerweise immer und damit könnt ihr arbeiten. Ihr könnt es auch mit einem Laufwerk nur spielen, da müsst ihr 1000 Mal wechseln, sozusagen. Da müsst ihr echt 1000 Mal wechseln, das kann ich euch versprechen. Und wie gesagt, ihr installiert es dann, ihr seht es ja, ich habe es hier schon vorinstalliert auch, im Verzeichnis Embermoon. Bei mir halt das Problem, was jetzt noch auftritt, ist,
Ich kann es hier nicht doppelt klicken. Dann sagt er mir Direct Opus Request. Enter Arguments for Embermoon. Dann muss ich hier auch immer über die scheiß F12 da arbeiten. Aber eigentlich müsste das über ein Shell-Command laufen. Ja, weil, wenn ich jetzt, ihr seht ja, da will ich hier irgendwas, irgendwie komische Opus Directory will er da laden. Und das hat mich nämlich gestern auch ein bisschen gefickt. Ja, was? Software-Fail. Oh, jetzt ist mir die Dings abgeschmiert. Also wie gesagt, da ist es bei mir halt schon installiert. Ihr seht ja hier Ember-Files. Und normalerweise tue ich einfach das Ding normalerweise doppelklicken. Aber ich mache das jetzt anders. Ich mache jetzt hier einfach einen Shell-Window auf. Provenances. Tools, Army Kit, System, wo war's jetzt? Shell einfach, die Shell aufmachen. Tools, glaub. Snoop, Commodities, Show Config, das ist die Konfiguration. Oder war das unter System? Shell, ja, unter System Shell einfach. Und dann geht ihr einfach auf Laufwerk B, müsste das jetzt bei mir sein, oder? Ne, DH3, das ist meine Platte, genau. DH3, ihr müsst aufpassen, das Deutsch und Englisch, die Tastatur verwechselt. Ihr seht ja, steht hier Eagle dran. Das heißt, in dem Verzeichnis bin ich jetzt. Kann ich dir machen, das heißt dann sozusagen, das ist der Abruf. Und dann trippe ich jetzt hier einfach Embermoon. Das müsste dann eigentlich schon gehen. Dann wechselt das sozusagen ins Verzeichnis Embermoon. Und dann mache ich jetzt Run Embermoon. Dann kann ich das Spiel starten. Zack. Jetzt läuft die Soße. Man könnte jetzt entweder im Dings hier in diesem Fenstermodus spielen. Ja, komm, geh weg. Ja, normalerweise gibt's auch eine Musik. Ich hab's gerade nur deaktiviert, alles. Naja, muss jetzt wieder hier warten. Komm. Hey. Das muss ich halt immer wieder einstellen. Hier unter Power. Hier unter Priority, unter Miss Councils. Untrap ist gleich mittlere Maustaste. Machen wir hier okay. Ihr könnt auch hier zum Beispiel an das Display ändern. Ich habe es jetzt hier auf 800x600 eingestellt. Ihr könnt es auch auf Vollbild stellen. Gut, ihr könnt es halt auch im Fenstermodus zocken, wenn ihr unbedingt wollt. Ich würde nicht höher als diese Auflösung gehen. Also 800x600 würde ich nicht gehen. Unbedingt, weil sonst zerreißt euch den Rechner. Amiga hat ja nämlich nicht viel sozusagen zu bieten. Na, no buffering. Dann machen wir mal Triple Buffering, egal. High Res. Ja. Ja, sind halt ein paar. Resolution, Auto Switch, Remove Interleaf Artifacts. Blacker denn Black, schwarzer denn Schwarz, schwarzer denn Schwarz. Ja gut, hier, ich kann auch, also, ihr könnt hier Vollbild oder halt Dings zocken. Fenstermodus. Könnt auch eine höhere Auflösung machen. Ich mache jetzt hier mal hier. Komm. Machen wir mal ganz krass hier. Full HD. Full HD. Mal schauen, ob da. Nee, packt dann, seht ihr. Also das ist halt das Problem. Das verkraftet der Rechner einfach nicht mehr. Also 800x600, das geht. Ihr könnt auch hier eine Grafikkarte auch vorher installieren. Ihr könnt auch einen Gig reinhauen. Das könnt ihr auch probieren. Chipset, real. Ihr könnt also auch die Bildwiederholungsrate dann hier alles einstellen. 16:9. Könnt ihr alles selber machen. Ja, bringt halt alles nichts, weil der Rechner einfach zu stark belastet wird. Ja, löscht du mich auch jetzt hier in meine, achso, ich muss F12 drücken. Ihr seht ja hier 608, also der Rechner, der schwitzt schon total hier.
Das ist also, das zieht ziemlich an der Leistung, wenn ihr das einstellt. Fullscreen, Fullscreen. Blacker dann Black. Dann gibt es hier noch den Filter hier, glaube ich, den muss ich einstellen. Ja, dann skalieren. Auto, Ratio Korrektur. Machen wir hier 16 zu 9. Keep Aspect Ratio VGA. TV. Jetzt machen wir mal auf Fenstermodus. Also ich habe es dann halt so eingestellt, also bei mir, ich habe es halt so eingestellt, dass ich hier, was habe ich gemacht? Fullscreen. Wo war das jetzt? Fullscreen und dann habe ich hier auch Fullscreen. Ich habe es halt auf 800 mal 600 eingestellt, weil mehr klickt ja nicht hin. Also das reicht eigentlich auch, also 800 mal 600 eigentlich einzustellen und dann macht ihr einfach. Das reicht eigentlich, das ist eigentlich ein gutes Vorbild. Dann könnte ich hier neue Quests machen oder weiterspielen. Ich spiele jetzt einfach mal weiter. Zeige ich euch schon. Also ich bin in der Stadt Spandau, ja, und so sieht das Game dann halt so aus. So geil. Ja, dann läuft er halt so rum. Ja, ich bin jetzt hier irgendwie im Stadtpark, genau. Ja, die Grafik, die kann ich jetzt aber, glaube ich, trotzdem noch ändern. Ich hatte das nämlich gestern irgendwie hier mit einem Bilden. Geld zweifach. Fullscreen hier, Fullscreen TV habe ich gemacht, genau sowas. Das Geld zweifach. Ja, und dann habt ihr wenigstens ein bisschen Vollbild. Wenigstens ein kleines Feeling von Vollbild. Also mit den Tastaturen könnt ihr rumlaufen oder halt hier mit den Tasten. Da müsst ihr halt immer hier so die Maus bewegen. Es gibt auch eine Automap, wenn ihr hier in dem Dings halt seid, dann drückt ihr hier einfach rechts, hier rechts halt auf die Sanduhr. Und das ist sozusagen untersuchen, stehlen, reden, das ist reiten, irgendwie laufen, Zauberspruch machen, das ist irgendwie resten, also campen sozusagen. Das geht nur in der Taverne oder wenn ihr ein Zimmer gemietet habt, das ist eure Automap. Es gibt sogar eine Automap in dem Spiel, seht ihr? Das ist hier, das habe ich halt schon alles erforscht. Also ich bin sozusagen jetzt in Spanberg fertig und müsste jetzt einfach aus der Stadt raus. Oh, jetzt habe ich schon wieder aus Versehen die F12 gedrückt. Und mit rechts geht ihr raus. Und hier könnt ihr speichern. Das sind eure zwei Speicherfunktionen. Hier, das linke ist speichern und das ist laden. Dann habt ihr hier auch noch die Option. Dann könnt ihr hier auch noch Musik anmachen. Wieso kommt eigentlich keine Musik? Habe ich die Musik ausgeschaltet? Sound? Ach, disabled bei. Okay, ich habe ihn ausgeschaltet. Emulated. Normalerweise müsste da eigentlich Sound auch kommen. Musi! Wo bleibt die Musi? Wo bleibt die geile Musi von dem Spiel? Options? An, Musik an. Ja, oder ist sie jetzt deaktiviert, weil es halt von Haus aus ja, enabled. Automatic Switching. Interpolation, ja, das ist alles okay. Machen wir mal Enter, egal. Soundbuffer Size. Volume 100, genau, ja, Lautstärke. WASAPI, Lautsprecher, Creative Labs. Default Audio Device, ja, machen wir mal. Ja, machen wir mal. Floppy, ihr könnt auch einen Diskettenlauf, den Diskettensoundlaufwerk Sound könnt ihr auch an Amiga 500. Dann hätte ihr euer Diskettenlaufwerk rattert. Das ist also echt cool, was man hier das macht. Ja, das ist die Musik. Wie ich das vorher. Wollen wir vertreiben. Denn schon haben wir hier kleine Probleme. Dann, ja, Frequenz hier alles halt einstellen. Okay, das war's eigentlich. Das wollte ich euch nur zeigen. Ich werde das Game jetzt ein bisschen weiter suchten. Heute noch ein bisschen suchten. Wenn ihr mehr sehen wollt, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ganz gemein. Richtig fein und gemein. Ja, so muss der Daniel the Dirty sein. Ja, ich sollte vielleicht noch. Ich beende jetzt erstmal hier die Aufnahme. Ich sag ciao. Wir sehen uns. Haut rein. Bye bye.